Willkommen zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Im letzten Part, der abrupt geendet ist, weil mein PC dann leider abgeschmiert ist, I'm sorry for this. Aber es ist eh nichts mehr krasses passiert danach, weil der Rest von der Teil war einfach weg. Ja, was haben wir gemacht im letzten Part? Wir haben einfach das Haus hier aufgestellt, also der Platz, wo unser Haus entkommt. Und haben auch so ein Zelt aufgestellt. Und nun, ich sehe gerade, dass mein 3DS einfach in der Zukunft auf dem 5.1. steht, sehr schön. 2.50 Uhr, deswegen ist es auch so spät in der Nacht. Aber hey, warum ist 2.50 Uhr hier in unserer schönen Stadt namens Sorgenlos alles offen? Das ist doch mal ein toller Service, ne? Wir müssen heute im nächsten Part erstmal zu dem Rathaus nochmal gehen. Das war das Lila da hier oben. Und müssen uns erstmal registrieren und anmelden und sagen, hey, wir sind die Neuen für Sorgenlos. So heißt da unsere Stadt zwangsweise. Ich hoffe, dass ich den Namen später nochmal umändern kann. Wäre zumindest sehr schön, falls dem so wäre. Ach, du bist zurück und hast den perfekten Ort für dein Zuhause gefunden. Ja, so sieht's aus. Das freut mich zu hören und hoffen wir mal, dass dein Haus schon bald fertiggestellt ist. In einem Zelt zu wohnen kann auf Dauer zumindest anstrengend sein. Was deine Anmeldung betrifft, das ist alles vorbereitet. Ich bräuchte aber eine weitere Angabe von dir. Wann ist dein Geburtstag? Das ist halt einfach als ob. Aber sei nicht, weil es in meinem 3DS irgendwo schon hinterlegt ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass der random gleich der 11.5. kommt. Ich wäre sonst sehr verwirrt. Weil ich habe dem selbst am 11.5. Geburtstag. Ist ja crazy. Am 11. Mai Geburtstag. Richtig. Ein ganz besonderer Tag. Da wird dieser natürlich sein Geburtstagsbissel kommen. Ja, bitte. Mein Pass, oder wie? So sieht's wohl aus, ne? Danke für deine Geduld. Das hier ist, weist dich als Einbürger von Sorglos aus, David. Das ist dein Bürgerpass. Dein Bürgerpass wird ständig aktualisiert und zeigt deine neuesten Profildaten an. Berühre die Figur auf dem Touchscreen, um ihn genauer anzusehen. Mit ihnen kannst du jederzeit andere Städte besuchen. Mit deinem Bürgerpass hast du beispielsweise Initiativen immer im Blick. Teilnahme an Initiativen ist ein zähiges Wort, bringt dir Coupons ein, die du später für praktische Dinge dann auch einlösen kannst. Weiteres Hitze bekommst du nachher in deinem Bürgerpass nachlesen. Der Bürgerpass ist ein wichtiges Dokument, am besten speist du ihn sofort ab, damit es nicht mehr verloren geht. Okay, dann speisen wir das mal. Also, na, Pass, wenn er verloren geht, ist ungünstig. Ja? Dann hoffe ich, dass du dich schnell in Sorglos einlebst. Als Mitarbeiterin im Harthaus werde ich mich bemühen, dir das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Frag einfach, wenn du mal irgendetwas brauchst. Ja, zum Thema Pass kann es auch eine lustige Anekdote erzählen. War nämlich mal vor ein paar Jahren mit meinen Eltern im Urlaub, also es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Super, ab heute bin ich ein richtiger Einwohner von Sorglos, so sieht's aus. Du kannst nun deinen Fortschritt speichern und Billy das halt beenden. Wenn das Spiel beenden möchtest, drück starten und dann speichern und beenden. Okay, okay. Wir bleiben erstmal hier und schauen uns den Pass, würde ich sagen, mal an. Und währenddessen erzähle ich mir eine kleine Anekdote. Ich war nämlich mal von der Zeit mit meinen Eltern im Urlaub, also von der Zeit, da war es so 6, 7 Jahre alt, also schon voll viele Jahre her. Und da, ich glaube sogar noch jünger und da habe ich einen Kumpel kennengelernt im Urlaub, auch Deutscher. Und der hat dann am letzten Urlaubstag, 3 Stunden bevor die abgeflogen sind, bemerkt, dass er einen Pass verloren hat im Urlaub. Und ohne Pass kann man ja nicht fliegen und dann müssen die dann erstmal so in ein Amt gehen und das ist gar nicht so leicht, einen neuen zu beantragen. Die mussten dann fast eine Woche länger auf eigene Kosten natürlich im Hotel bleiben, weil die ja nicht mal zurückfliegen durften, weil die keinen Pass mehr hatten. Also verlierst bloß nicht euren Pass in Urlaub, das ist wirklich nicht so ohne, das sei sogar gesagt. Also, das ist dein Bürgerpass. Auf ihn werden dein Profil und die aktuellen Initiativen der Stadt angezeigt. Kommentare in deinem Profil können von anderen Spielern bei Streetpass begegnen und Stadtbesuchen gelesen werden. Schreib bitte nichts, das einer beleidigen könnte und gib keine persönlichen Informationen preis. Okay. Wenn du dir ein paar Camping-Coupons dazu verdienen möchtest, erhältst du unter der Katze eine Übersicht zu den Initiativen deiner Stadt. Ich hab eine Katze, das sieht so aus. Okay, bis jetzt ist mal noch nichts los. Wir werden abwarten, dann wird so noch mehr hinzukommen. So, hier sind mal ein Kommentar anzufügen. Hi. Ich hu. Hi. Nein, ich verkack's gerade komplett. Kann ich schreiben, hi. Was geht? Fragezeichen. Wo gibt's hier ein Fragezeichen? Ich finde das Fragezeichen ist.
So. Romant minus. Alles. Was? Oh, hoffentlich passt überhaupt alles rein hier. Was? Lauf. Nein, vertreiben wir alles, was laufen kann. Aber da machen wir halt nur was. Alles, was geht. Ist okay. Wäre auch ein zu schlechter Gag gewesen. Wenn da noch steht, alles, was laufen kann. Gut. Dann haben wir also unseren Pass gesehen. Sehr, sehr wild. Und jetzt sehen wir uns noch was Weites an. Nehmen wir mal unser Zelt, wie das aussieht. Da gehen wir einfach mal rein. Und siehe da, wir haben so einen Pass. Vielleicht hat ein Woody uns schon geschrieben. Von Nintendo ist der Brief. Oh, lesen wir uns doch mal durch. Glückwunsch zum Umzug und viel Spaß mit Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Sollst du die Hilfe deiner benötigen, schlag in diesem Buch nach. Aha, wer ist das Buch? Okay. Dann nicht mal die Anleitung. So, jetzt haben wir noch mal rein in das schöne Zelt und schauen, wie es aussieht. Denn das auch das Zelt kostet Geld. Ja, ein bisschen dürftig. Aber zuerst kommt Melinda. Entschuldige die Störung, David. Ja, aufregend. Das ist ja wie im Zeltlager. Das erinnert mich an meine Kindheit. Abends hat das immer... Hat dann immer jeder eine Kartoffel über den Lagerfeuer gegrillt. Wir haben sie vor eine Alufolie eingewickelt, damit sie nicht verbrennen. Hm, war das lecker. Und nein, ich schweife ab. Bin sie wieder abgeschweift. Tut mir leid. Wie auch immer, David. Ich habe dir was Schönes mitgebracht. Mein erster Einstellungsgegenstand. Das ist eine Laterne. Die habe ich in einem Schrank im Rathaus gefunden. Ich dachte, sie wäre perfekt für dich, weil du in deinem Zelt wohnst. Wenn du auf die Taste auf dem Touchscreen berührst oder X drückst, öffnest du dein Inventar, wähl dort die Laterne aus und wähl dann hinstellen. Würdest du es bitte mal für mich tun? Nö. Aber ich glaube, ich habe irgendwie leider keine Wahl. So. Und die wird jetzt einfach random irgendwo hingestellt. Man kann es auch nicht wirklich beeinflussen. Ich glaube es. Ein bisschen aber nicht so krass, wie man es halt noch auf der Switch kann. Ja, genau. Und als nächstes stell dir vor die Laterne und drücke A, um das Licht auszumachen. Also anzumachen, aber wurscht. Sie ist ja so alt, dass ich mir nicht sicher war, ob sie noch funktioniert. Aber es leuchtet ja einwandfrei. Also, wir tun mal nichts so, als wenn du sie auch hättest davor sind anmachen können. Egal. Du kannst es auf voll der Laterne stellen, A gedrückt halten und sie versieben. Okay, ich nehme alles zurück, das geht doch. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Okay, gut, man kann sie da aushalten oder die einfach verstauen. Gut, danke, alles gut. Mir fällt nur auf, ich habe kein Bett. Das könnte mit dem Schlafen ein bisschen kompliziert werden, aber okay. Kann ich einfach mal in die Ecke ziehen. Dann nicht nie mal wieder zurückziehen von hier. Gut. Es fehlt mir halt nur tatsächlich irgendwie leider am Bett oder sowas. Aber ja. Wurscht. Das werden wir im nächsten Part schauen, was wir da so finden. Ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt und auf, ja. Animal Crossing. Welcome Amiibo. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was wir alles noch in New Leaf erleben werden. Und sag fürs Erste jetzt danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.